Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, heute ist das schöne Tamriel nicht ganz so schön. Also es ist immer noch schön, aber es ist leider etwas verregnet. Aber wir machen natürlich trotzdem Umdreht mit der redet Quest nur noch weiter. von euch. Ich bete, dass noch nicht alles verloren ist. Was stimmt nicht? Es gibt Ärger am Schrein des heiligen Velot. Ich kam hierher, um Hilfe zu suchen, doch es scheint ganz so, als hätte Selphora seine ganz eigenen Probleme. Was ist am Schrein geschehen? Es ging alles so schnell. Magistra Vox hat den heiligen Velot selbst heraufbeschworen und dann eine Welle der Vernichtung entfesselt. Der Geist des Heiligen scheint dahin zu schwinden. Ich bin den ganzen Weg hierher gelaufen, um Hilfe zu finden. Könnt ihr uns helfen? Ich werde zum Schrein gehen. So, jetzt muss ich mal eben schauen. Der ist. Da müssen wir unten. Also ich reite dann hier nochmal raus, lege den Wegschrein hier auch nochmal frei und reite dann hier oben raus, lege die beiden Wegschreine frei und dann dahin. Das werde ich allerdings mal eben offline machen. Das heißt, wir sehen uns dann gleich wieder. So, wir haben den letzten Wegschrein freigelegt und sind auch direkt schon mal beim Questgeber angekommen. Einmal mehr braucht mich mein Volk, doch ich schwinde dahin und vergehe. Seid ihr wirklich der heilige Velut? Der war ich, doch jetzt bin ich nur noch ein Schatten meiner einstigen Pracht. Magistra Vox zertrümmerte mein Reliquiar und versetzte mich in meinen derzeitigen jämmerlichen Zustand. Ihr braucht meinen Segen, um sie zu besiegen, doch so wie ich jetzt bin, kann ich ihn euch nicht erteilen. Wie kann ich euch helfen? Stellt mein Reliquiar wieder her. Findet die über den gesamten Schrein verstreuten Teile und bringt sie zu Meister Aaron am zentralen Podium. Sobald ich wieder ich selbst bin, kann ich euch helfen, gegen Vox zu bestehen. Ich werde die Teile eures Reliquiars bergen. Viele meiner Priester starben im Kampf gegen die Daedra, die den Schrein jetzt entweihen. Diejenigen, die noch übrig sind, versuchen, die Teile meines Reliquiars zusammenzutragen. Sprecht mit Priesterin Dilüne, der geschätztesten unter meinen Dienern. Ich weiß, dass sie noch lebt. Ach, diese Stimmen triggern mich so sehr, aber okay. Hallöchen. Ja, im vollen Block, aber Hauptsache, er hat mich erwischt, kein Thema. So. Einmal das. Basti, du machst heute deine Aufgabe wieder so wunderbar. Oh, du ziehst die immer erst dann an, wenn schon alles vorbei ist, quasi. Wir müssen noch. Nee, wir müssen nicht nach ganz oben. Wir müssen. Hier ist eins. Beziehungsweise hier ist ein Anhänger. Okay, ein riesiges Kreuz. Aber hier ist auch. Da unten. Okay. Nehmen wir noch mal kurz die Bergblume mit. So. Ja, natürlich müsst ihr in jedem Spiel, sobald man in Aktion ist, ist man unbesiegbar. Nur in Tesu nicht, da wird man ständig unterbrochen. So, zwei von drei. Jetzt müssen wir schon wieder runter, oder was? Ach, da unten. Ja, ich sehe es. Ich sehe es und ich sehe eine Akelei. Da die jetzt nicht unbedingt. Ach, da ist auch noch Diebesgut, okay. Das wird der Bastian gar nicht gut finden. Ich wiederum umso besser. Basti, schau dich jetzt mal nicht um. Guck mal woanders hin. Netter Fang.
Sagt der netter Fang, aber die Beziehung verschlechtert sich. Ist ja wieder klar. Das ist typisch Basti. Ach, ich warte nur auf den neuen. So, mit wem muss ich reden? Mit dir. Gebt acht. Daedra attackieren diesen bescheidenen Schrein. Nee, echt? Ich habe mehrere Teile vom Reliquiar des heiligen Velot. Mögen die Heiligen euch segnen. Aber wir haben noch ein größeres Problem. In all dem Chaos haben wir eben erst entdeckt, dass der Schädel des Heiligen fehlt. Einer der Priester hat gesehen, wie ein Daedrot mit ihm davonlief. Wir müssen ihn zurückholen. Ich werde den Schädel des heiligen Velot finden. Akolyt Hlen ist dem Daedrot, der ihn gestohlen hat, auf der Spur. Ich habe gesehen, wie er dem Ding in Richtung der westlichen Krypten gefolgt ist. Jetzt beeilt euch bitte, ehe die Bestie unsere heilige Reliquie beschädigt. Mach ich, wenn ich den klicken darf, heißt das. Ich habe aber hier hinten was gesehen. Ich glaube, genau, da versteckt sich nämlich noch ein Buch, was wir nicht lesen möchten. Also ich nicht lesen möchte, aber was ihr lesen dürft. So, der ist da in die Richtung. Okay. Was hat er gesagt? Ein Clanbahn? Scheinbar hier reingerannt. Ich dachte, ich wäre der einzige Narr, der an diesem Ort herumschleicht. Habt ihr etwa Todessehnsucht? Flieht, solange ihr noch könnt. Seid ihr der Akolyt, der den Daedrot verfolgt hat? Der bin ich. Auch wenn ich wünschte, ich wäre es nicht. Was für ein Monster. Aber es hatte den heiligen Schädel. Da bin ich mir sicher. Es ist dort entlang gepirscht. Und ich bin ihm nachgeschlichen. Wo ist der Daedrot jetzt? Er ging in die Krypta. Ihr könnt ihn wahrscheinlich allein anhand seines Geruchs verfolgen. Er stinkt wie eine heiße Schmiede. Werdet ihr ihm nachsetzen? Ich mache das nämlich nicht. Das Ding speit Feuer. Ja, ich weiß. Und ich glaube, ich habe eben Clanbahn gesagt, oder? Das ist natürlich im Vergleich... Na gut, der Daedrot fällt auch schnell... Guten Tag. So. Das ist aber ein kleiner Schädel. Ich dachte, das wäre jetzt ein größerer. Okay, haben wir hier noch irgendwas drin? Nö, ne? Kein Buch oder so. Dann gehen wir wieder raus. Oder auch nicht. Sputet euch. Oder ich werde bald nicht mehr sein. Ich habe euren Schädel. Das klingt seltsam. Bringt ihn zum Podium und stellt ihn zu den anderen Teilen des Reliquiars. Vox glaubte mich aus dieser Schlacht hinausgedrängt zu haben, als sie mein Reliquiar zertrümmerte. Eure Taten haben ihren Plan vereitelt. Was will Vox? Sie möchte eine Rückkehr zu jenen simpleren Zeiten, als unser Volk noch die guten Daedra verehrte. Doch diese Zeiten sind vorbei. Nichtsdestotrotz führt sie meinen Hammer... Beluts Urteil. Ich setzte ihn ein, um unser Volk zu verteidigen. Sie hingegen setzt ihn nur für ihre Rache ein. Wie hat sie ein solch mächtiges Artefakt in die Hände bekommen? Das Tribunal hat es lange aufbewahrt. Diese verrückte und skrupellose Vox hat es aus ihrem Tempel gestohlen. Jetzt schwinde ich dahin und meine Verbindung zu dieser Ebene wird immer schwächer. Wenn ihr bereit wärt, mein Reliquiar wieder instand zu setzen, dann zögert bitte nicht länger. Wollte ich nicht, aber du hast mich aufgehalten beim Rauslaufen. So, links rum. Moment, wir müssen hier wieder hoch. Guten Tag. Ich dachte, ich habe nur den Schädel da reingetan, aber ist in Ordnung. Ich meine, das Ding konnte man beim Errungenschaftshändler auch kaufen. Ich habe meine gewohnte ätherische Kraft zurückgewonnen. Dank euch, mein Kind. Habt ihr einen Rat, wie ich gegen Vox vorgehen sollte? Vox besitzt meinen Hammer, das Urteil. Wie all solche Artefakte kann er sowohl für das Gute als auch für finstere Zwecke eingesetzt werden. Doch noch ist nicht alles verloren. Ich kann euch vor der Kraft des Hammers schützen. Welche Kräfte hat Velots Urteil?
Wenn das Urteil fällt, tötet Vox damit ihr Ziel und nimmt seine Seele gefangen. Die gefangene Seele nährt ihre Macht und macht sie stärker als andere Sterbliche. Nur wenige können den Schlag des Hammers überleben. Ihr gehört nun dazu. Wie? Ich werde euch meinen Segen verleihen. Wenn ihr von der Macht meiner heiligen Gnade erfüllt seid, kann euch der Hammer nicht töten. Doch er wird euch dorthin schicken, wo die anderen Seelen gefangen sind. Ihr werdet Vox Gefangene befreien und so ihre Macht brechen. Ich werde mein Bestes geben, um Vox zu besiegen. Geht jetzt gestärkt durch meinen Segen zur Phantomsenke. Haltet Magistra Vox auf und macht ihrem Wahnsinn ein Ende. Okay. Das ist aber komplett woanders, sehe ich gerade. Ah nee, das war das mit dem Wasserfall. Moment, Phantomsenke. Macht mich jetzt hier nicht bekloppt. Das ist der Leichengarten. Da, die Phantomsenke. Warum? Ich mach da mal was rein. Warum zeigt ihr mir das dann nicht an? Hier unten ist noch einer. Gehört der auch zu der Quest? Oh je, seine Ungeduld wird ihn eines Tages noch in Schwierigkeiten bringen. Ich bin mir sicher, Dalin geht es gut. Ich sollte mir wohl keine Sorgen machen. Wer ist Dalin? Heiler Dalin. Er ging in Richtung der Phantomsenke, um sich um die Verwundeten zu kümmern. Er suchte Dremora-Herzen. Sie werden von ihm zu Heiltränken verarbeitet. Ich habe ein paar gesammelt, aber als ich zurückkam, war er schon weg. Wie will er nur seine Tränke ohne sie herstellen? Wie kann ich euch helfen? Ich bin euch gefolgt und habe die Herzen aller Dremora gesammelt, die ihr getötet habt. Der leichteste Auftrag seit Wochen. Dalin kann aus ihnen starke Heiltränke herstellen. Es ist ein Wunder, dass aus diesen Kreaturen doch noch etwas Nützliches werden kann. Ich werde die Herzen in die Phantomsenke bringen. Mann. Okay, ja. Ich soll ja sowieso dahin gehen, also ist das eh egal. Ich sehe hier oben gerade noch was. Lässt du mich in Ruhe, wenn ich das mal kurz nehme? Du bist ein netter Clanbahn. Dankeschön. Das unten ist mir jetzt zu nah. Achso, das ist sowieso ein bisschen weit weg. Ich sehe gerade was. Da müssen wir dann doch nochmal kurz hingehen. Eigentlich auch seltsam, dass Bastian das in Ordnung findet, weil streng genommen... reit mal am besten mal hin. Weil streng genommen ist das ja auch nicht in Ordnung, weil da brechen wir ja im Endeffekt ein Schloss auf, um überhaupt da dran zu kommen. Das heißt, irgendjemandem gehört das Ganze ja normalerweise. Es war noch eine Schlange, habe ich gerade gesehen. So, da ist auch noch mal was zum Klauen. Was war das? Achso, das war hier seine Macht, glaube ich. So, ich muss aber unten kurz was abgeben. Moment. Heiliger Dingsbums. Wir haben euch erwartet. Heiliger Dalin, genau. Halt, ich muss mal kurz die Akelei holen. Ihr seid hier gerade an einem so schönen Ort. Dann sollte ich auch das Ziel da rausnehmen. So. Ich bin den ganzen Weg vom Schrein des heiligen Velot gekommen, um meine Fähigkeiten in den Dienst dieser Sache zu stellen. Akolyt Eldri macht sich Sorgen um euch. Eldri macht sich zu viel Sorgen. Ich werde hier gebraucht. Mein persönlicher Beitrag mag zwar weniger prahlerisch ausfallen als irgendwelche militärischen Manöver, aber ich helfe eben auf meine eigene, bescheidene Weise. Akolyt Eldri meinte, dass ihr diese Dremora-Herzen braucht. Bäh, was für eine widerliche Sauerei das gibt, wenn man einen Haufen Dremora-Herzen in einen Sack steckt. Aber danke, dass ihr sie mir gebracht habt. Die Tränke, die ich mit ihnen herstellen kann, werden eine große Hilfe sein. Und ich krieg keinen davon ab, oder was? Na gut. Ich nehme das jetzt mal so hin. So, was ist mit dir? Ah, ihr seid gekommen. Genau rechtzeitig. Vox hat dädrische Kultisten als Ersatz für ihre verlorenen Leidgeborenen herbeigerufen.
Mutter Morrowind hat uns aufgetragen, hier auf die zu warten, die den Segen von Velot mit sich führt. Ich habe den Segen. Wie ist die Lage? Herrin Almalexia hat ihre Ordinatoren entsandt, um diese Stellung zu halten, aber wir sind zu wenige, um uns Vox verstärkten Streitkräften zu stellen. Ich kümmere mich um Vox. Einen Augenblick bitte. Unsere Herrin weiß von eurer Ankunft. Setzt euch ans Feuer. Sie wird gleich mit euch sprechen. Sehr gut. Ihr habt Velots Segen erhalten und seid zur Senke gekommen, ganz wie ich es vorausgesagt habe. Die Gotteslästerin Vox hat sich hinter mächtigen Schutzzaubern verschanzt. Solange diese Schutzzauber wirken, ist sie vor mir versteckt. Drei Schutzzauber beschützen sie. Einer ist gebunden an die Lebenden, einer an die Toten und einer an die Ebenen der Daedra. Zerstört diese Schutzzauber, dann könnt ihr die Zuflucht der Gotteslästerin betreten. Nichts leichter als das. Seltsame Lichter gehen von drei Orten in den Ruinen da oben aus. Dort würde ich nach den Schutzzaubern suchen. Sobald sie gebrochen sind, sollte der Weg in Vox Versteck frei sein. Okay, da unten sehe ich jetzt aber auch gerade was. Musste ich da... Nee, das ist, glaube ich, wenn man da hochreitet, ne? Ja, das ist, wenn man da hochreitet. Dann müssen wir erstmal zu dem einen hier oben links. Du gehörst nicht zur Hauptstory, aber ich glaube, dass deine Quest auch da drin ist, oder? Verzeiht mir. Ich weiß, ihr habt Dringendes zu erledigen. Aber ich muss euch um eure Hilfe bitten. Was benötigt ihr? Vox hat reihenweise Fanatiker in den Ruinen. Und nur eine Handvoll Ordinatoren steht ihnen gegenüber. Sie könnten uns jederzeit mit nur einem einzigen Vorstoß überwältigen. Wir haben nicht genug Leute, um sie aufzuhalten. Welche Rolle spiele ich dabei? Führt einen Schlag für die drei. Ein direkter Angriff könnte sie glauben machen, dass wir stärker sind, als wir erscheinen. Unsere Chancen, sie zurückzuhalten, werden durch jeden Verlust, den ihr ihnen beibringt, gewaltig verbessert. Betrachtet es als erledigt. Wenn ihr fertig seid, meldet euch bei mir oder Ordinator Aeron in Gramfeste. Tötet so viele von den Bastarden wie nur irgend möglich. Meint ihr, es wird entscheidend sein, ob man ein paar Kultisten tötet? Das sind die letzten Leidgeborenen. Dieser Abschaum aus dädrischen Kultisten, die von überall in Morrowind herbeigerufen wurden. Vox wird keine weitere Verstärkung mehr bekommen. Also ja, es ist entscheidend. Schaltet so viele von ihnen aus, wie ihr nur könnt. Jawohl, Sir. Mach mal. Moment. Aber erstmal nehmen wir noch einen Runenstein mit. So, dann nehmen wir noch einen zweiten Runenstein mit. Wir machen heute eine Runensteinparade. So. Hallöchen, kannst dich nicht verstecken. Lalalala, du auch nicht. Zeig mir dein Gesicht. So, dann hier auch nochmal. Tut mir leid, du fielst leider dem Stein zum Opfer. Kein einziger zum Looten? Das ist ja doof. Da laufen wir mal weiter, weil ich nicht genau weiß, wo ich hin muss. Oh, der Kleine freut sich schon, mich zu sehen. Das ist doch nett. Hallo, geht's noch? Ich habe hier oben was zu erledigen. Basti, kümmere dich um das Kleinvieh. So. Hallo? Hallo, Vögelchen. Oder Greif. Ich glaube, du bist ein kleiner Greif. Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen wir noch 3D-Dra töten. Bist du ein Leidgeborener oder bist du ein... Du bist ein Leidgeborener. Oh, Moment, da haben wir doch noch ein D-Dra. So. Wir... Oh.
Rucksack. Lass mich raten, das muss ich gleich wieder looten, oder? Ne? Nicht? Nein? Du sollst aufsteigen. Doch. Ich muss hier mal anmachen, sonst sehe ich hier nichts. Oh, Hallöchen. So, wir müssen auf die andere Seite. Und da ist direkt nochmal ein Dedra dabei. Sehr schön. So, sprecht mit... wieso soll ich mit einem von beiden sprechen? Okay, keine Ahnung. Wir machen erst noch die andere Aufgabe zu Ende. Guten Tag. Ich muss mal eben hier Totem oder was auch immer das ist hier zerstören. Schutzzauber, ja. Ja, ja. Aber was das ist, weiß ich nicht. Stein, Totem, keine Ahnung. Das andere ist in der Richtung, also wahrscheinlich da hinten. Die Frage ist, wie tief falle ich, wenn ich hier runterspringe? Ich hab's herausgefunden. Okay, hier war's nicht. Hoppala. Dann war's wahrscheinlich da. Hallöchen. Der Tag wird unser sein. Ich brauche Hilfe. Ja, 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 Hilfe ist schon da. Ich weiß nur nicht, wer von denen dann übrig bleiben wird. Hallo? So, findet den Eingang zum Versteck. Das hatten wir ja eben schon. Ach, jetzt kann ich das wieder nicht. Oh, das ist so nervig, dass man dann nicht reiten darf. Aber das werden wir leider nicht mehr in dieser Folge machen, weil die Folge sehr lang geworden ist. Deswegen sehen wir den Rest in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.